alle irgendwie zu tun haben. Interessant finde ich ja jetzt auch, was eigentlich welche Rolle die Kundenzentrierung dabei auch spielt. Und darüber wird es in dem nächsten Vortrag gehen, nämlich wird es den Vortrag geben von Michael Samack. Von Hubert Boda Media, Entschuldigung. Er ist Direktor Client Service bei der Boda Community, beim Boda Community Network. Viel Spaß, vielen Dank. Liebes Team MTP, lieber Nils, vielen Dank für die Einladung. Ich bin tierisch gerne in Frankfurt, weil ich habe ja 15 Jahre im Westend gelebt. 5 Minuten von hier, ist ein echtes Heimspiel und freue mich so sehr. Aber wenn ich drauf schaue, dass die Typo, die wir verwenden, leider falsch ist. Der Vortrag von heute ist, genau wie die Headline sagt, it is the consumer, stupid. Und die These, die Frage von dem Kongress heute ist, lead or die. Welche Rolle hat das Marketing? Stirbt's? Führt es? Und wir sind der Meinung, wenn Marketing viel, viel stärker auf den Menschen ausgerichtet ist, wird es führen. Das will ich in den nächsten 20 Minuten zeigen. Wir sind bei Burda Geschichtenerzähler. Sie werden, sage ich mal, Gruner und Jahr, Burda, Springer, Sie werden, sage ich mal, die großen Verlage, Medienhäuser kennen. Aber um es ein bisschen einzuschätzen, einfach nochmal einen Überblick über die 85 Marken, die wir sozusagen mit Werbekunden diskutieren. Sind auf der linken Seite Burda Style, da wo die Frauen richtig Power haben, die Elle, die InStyle, die Harper's Bazaar beispielsweise oder auch die Bunte, die mittlerweile ja wirklich auf allen Kanälen unterwegs ist, die Männermarken im Newsbereich, der Focus, der Playboy, den ich nachher kurz zeige, oder die Fit for Fun, die Max, die wir jetzt mit Volkswagen aufgelegt haben als Sonderedition, oder auch die Super Elo beispielsweise, die im Osten, sag ich mal, in den Reichweiten stärker ist als der Spiegel, der Focus und der Stern, die Chip mit den Marken und dann auch im Bereich Home und Living. Also wir sind überall vertreten, haben Schwerpunkte und die Frage für uns ist es, und der Frank Vogel hat es auch gesagt, Mensch, da fehlt eine Null, 10.000 Werbekontakte, die Medienfläche insgesamt ist im Überangebot. Und was machen wir? Was machen wir, wenn Sie jeden Tag, egal wo Sie sind, permanent die Werbekontakte, was müssen wir machen, um als Medienhaus, um als Berater unserer Werbekunden letztendlich besser zu sein und den Deal zu machen? Und wir haben uns ganz stark über das Programm von Philipp Welt, unserem Verlagsvorstand, auf das Thema Consumer gestürzt und gesagt, Mensch, wir müssen die Konsumenten, die Menschen, die echten Menschen, die User, die Leser, die Nutzer noch besser verstehen. Und wir haben gerade über Converged Media gesprochen, wir haben eine eigene Studie aufgesetzt, eine Mega-Studie, wir haben gerade über Paid, Owned und Earned gesprochen. Und hier sind, sage ich mal, 2 Kernerkenntnisse, 2 Daten, die für uns sehr, sehr wichtig sind, auch im Gespräch momentan. Die Studie hat über 3.700 Menschen interviewt. Wahnsinn! In meiner Werbezeit auf Agenturseite, wir haben nie Panels gehabt von 3.700 Leuten, aber wir haben auch 50 Top-Entscheider interviewt, 50 Marketing- und Media-Entscheider. Und haben, sag ich mal, die Studie in Paid und Earned eingeteilt, also in bezahlte Medien, in Medien, die den unternehmenseigene Kanäle sind und in die verdienten, in die Empfehlungskanäle. Und haben das mit einem, sag ich mal, sehr skizzierten Kaufentscheidungsprozess skizziert, also mit der Aufmerksamkeitsphase, der Informationsphase, mit der Phase, wo ich vergleiche, wo ich den Deal machen will, mit der Kaufphase. Und haben 2, 3, wie ich finde, ganz spannende Learnings. Erstes Learning, Paid Media. Das heißt, die Menschen sozusagen, die für die Medien bezahlen, die Werbekunden für, bezahlen oder wir als User, Paid Media ist in allen Phasen des Kaufentscheidungsprozesses immens wichtig. Nicht nur, wie es die Marketingprofessoren in den Lehrbüchern schreiben, in der Aufmerksamkeitsphase, sondern auch in der Kaufphase. Woran liegt es? Weil viele Marken keine Produkte sind. Viele Marken sind Produkte. Viele Marken sind für die Menschen keine Marken. Das heißt, wenn jemand einen Einkaufszettel schreibt, schreibt er nicht drauf, ich kaufe es Oliver, sondern ich kaufe ein Shirt. Und darum ist der Push in Paid Media in der Kaufphase so wichtig, erste Erkenntnis. Zweite Erkenntnis ist, Owned Media, die Medien, die uns gehören oder den Unternehmen gehören, sind viel wichtiger, als wir immer dachten. Sind in der Paid-Phase, in der Owned-Phase, in der Earned-Phase, also in der Aufmerksamkeitsphase bis zur Kaufphase, bis zum Nachkauf, spielen die unternehmenseigenen Kanäle eine dramatisch wichtige Rolle. Und Earned Media, die wir vom Prinzip her eigentlich am Ende des Kaufentscheidungsprozesses clustern, ist auch über alle Phasen des Kaufentscheidungsprozesses wichtig. Und Sie sehen, die Vernetzung zwischen Paid, Owned und Earned ist letztendlich auch ein Thema, was wir in jeder Kampagne berücksichtigen und unseren Kunden empfehlen.
Erstes Learning. Zweites Learning, und das ist ein dramatisches Learning, wir haben unterschieden zwischen den Entscheidern, also die Leute, die sozusagen die Marketingbudgets verwalten, Silke Otte beispielsweise heute von der Union Investment, und dem Konsumenten, der quasi im Kanal ist in der Kaufentscheidung. Und die Ergebnisse sind dramatisch. Die Ergebnisse sind, dass die Entscheider deutlich weiter sind als die Konsumenten. Die Konsumenten sind nach wie vor in der Kaufentscheidung, orientieren sich an klassischen Medien wie einem Schaufenster, wie einem Beratungsgespräch, also auch haptischen Medien, während die Entscheider nur noch in Social denken und nur noch in den neuen Medien denken. Und darum sagen wir, it's the consumer, stupid. Wir müssen uns viel, viel mehr stärker mit den Konsumenten beschäftigen, als, sage ich mal, die Entscheider, die, sage ich mal, der männliche Marketingentscheider, der Mitte 40 ist, der zwei Kinder hat, die Kinder sind alle, sage ich mal, mit dem iPad unterwegs, der natürlich, sage ich mal, die Social-Kanäle sieht und der dann die Marketingbudgets in die Richtung schraubt. Ich habe 5 Cases dabei, 2 Cases ein bisschen länger, 3 Cases ganz schnell, die ein bisschen auch auf dem aufbauen und konkret sind, sage ich mal, was der Frank Vogel gerade eben gezeigt hat. Der erste Case, die Freundin, werden Sie kennen. Die Freundin verspricht, ehemalige Printmarke, sage ich mal, verspricht ihrer Freundin ein glückliches Leben, ist mit, hat mit 1,8 Millionen Leserinnen, sage ich mal, die Wahnsinnsreichweite mittlerweile. Und die Freundin versucht sich noch viel, viel stärker an den echten Menschen, an der Freundin zu orientieren. Und ich zeige Ihnen einen schönen Film, den die Chefredaktion und die Redaktion auf Facebook vor ein paar Wochen zum Tag der Freundschaft entwickelt hat. Und der Film ist schön einmal durchs Netz durch, um so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie die Marke stärker an die Menschen geht. Ich hoffe, er läuft. Sie geht tatsächlich mit mir Eis essen. Kuchen essen ist auch sehr, sehr wichtig. Ich muss mit ihr Spaß haben. Die ist nicht so eine, die sich irgendwie neben einen legt und mit einem die ganze Zeit nur heult, sondern auch sagt, komm, jetzt gehen wir raus. Es ist Vertrauen, es ist Nähe, die Distanz aushält. Kaffee trinken, miteinander zu lachen, ewige Telefonsessions. Wenn ich Geburtstag habe, dass sie mit irgendwas Tollem vor der Tür steht. Wir haben auch zum Beispiel ganz praktisch zur gleichen Zeit Hunger. Jemanden so zu akzeptieren, wie er ist, ohne ihn auf Kriegen und Brechen verändern zu wollen. Immer wieder Männergeschichten, da ist sie schon sehr oft eingesprungen und hat mir zur Seite gestanden. Oh, Heidi. Heidi ist meine beste Freundin seit 30 Jahren. Mary ist toll, dass sie mich immer genau versteht. Wenn ich sie anrufe, kommt sie sofort und ist für mich da. Finde ich aber auch gut, dass sie auch Kritik äußert und deine Fehler dir aufzeigt. Witzig, einfühlsam. Sie hält mich als Person aus, wenn ich durchdrehe. Wir hatten auch mal eine Zeit, also, wo es mir nicht so gut ging. Und dann haben wir uns jetzt auch mal nicht so gut verstanden. Aber das Schöne war, wir haben dann hinterher drüber gesprochen. Und die Lena hat mir das irgendwie nicht übel genommen, hat gesagt, Eva, ich kann das total gut verstehen, dass du da nicht so gut drauf warst. Und deshalb sind wir Freundinnen, weil wir irgendwie da zusammenhalten und über solche Dinge drüber stehen. Also wir hatten so eine Phase, das ist schon lange her, die Liebeskummerphase ist schon echt lange her, aber sie hat es geschafft, durch so einen Blick mich zum Lachen zu bringen. Weil sie mich immer versteht, sich immer in meine Situation reinversetzen kann und genau, für mich ist es andersrum genauso. Weil sie einfach eine coole Braut ist. Die packt mich, wenn es mir nicht so gut geht und sagt, komm Eva, jetzt gehen wir mal raus und wir machen was Schönes. Ich weiß auch, dass wir immer befreundet sein werden, bis wir alt und grau sind. Oh Gott, ist das schwierig. Wahrscheinlich nicht in der Form, nein. Also, warum läuft sie da jetzt? Leider nicht. Mann, wie gemein, dass ich hier wieder heulen muss. Frank, nein! Na, beste Freundin. Doch, die Hallo. Ich liebe dich so, wie du bist. Du bist meine beste Freundin und ich bin so froh, dass du immer für mich da bist. Oh Gott, ja. Schön, dass ich bei dir bin. Ich hab dich auch lieb.
genau. Freundin feiert die Freundschaft. Und die Freundin will die beste Freundin sein. Das heißt, die Medienmarken entwickeln einen eigenen Kern, werden aus Printmarken Plattformen und die Marken entwickeln sich und die Chefredakteure, die Redaktion, das Vermarktungsteam versucht, die Menschen stärker zu beziehen, indem sie dialogisch wird. Das machen wir mittlerweile auf allen Kanälen. Das heißt, der Content ist auf allen Kanälen darstellbar und jeder Kanal wird individuell verwendet. Wir haben es gerade gehört schon auch von den Kollegen von Grüne Union. Wir machen das natürlich, den Content, um an die Menschen näher zu rutschen, bieten wir native Werbeformen an. Und ich zeige Ihnen ein Beispiel, um es sich mal konkret vorzustellen. Auch da die redaktionelles Know-how der Chefredaktion, das Know-how, sage ich mal, der Kunden, bringen wir zusammen, um tatsächlich einen Mehrwert für die Leser, für die User und die Nutzer zu haben. Im digitalen Bereich ist es dann meistens eine Brandpage, die dann tatsächlich diesen redaktionellen und nativen Content hat. Eingebettet in die Seite ist die Kundenbotschaft. Und ich habe, weil ich weiß, dass Silke heute da ist, ein Beispiel dabei von den Kollegen von Union Investment, wo wir sozusagen als Medienhaus versuchen, die Kampagne unserer Kunden zu verstehen. Das ist die Kampagne Union Investment mit der Leitidee, wir schaffen Verständnis im Investmentdschungel. Sie sehen alle Medien, Union Investment, ein Fondsanbieter, der sagt, Mensch, ich kann euch die ganzen komplexen Sachen im Alltag nicht erklären, aber ich kann euch, sage ich mal, ich kann euch erklären, wie so ein Fonds transparent und einfach funktioniert. Und wir nehmen dann die Kampagne nativ und bilden die Kampagne sozusagen mit der Werbeform. Sie sehen jetzt hier so eine Spaltenanzeige mit der Headline, warum schwebt man eigentlich im siebten Himmel? Wir können nicht alles erklären, aber wir von Union Investment können, sage ich mal, einfach erklären, wie ein Fonds funktioniert. Und Sie sehen auf der linken Seite dann die native Werbeform, wo wir beispielsweise jetzt in der Freundin als Beispiel mit viel Liebe geplant, mit so einem To-Do-Zettel, mit einem Bild, mit so einem Artikel ganz stark auch in die Situation der Heirat rangehen und nativ das mit der Werbeform verzahnen in Print. Wie der Frank Vogel, wie ich finde, sehr zu Recht gesagt hat, natürlich gekennzeichnet. Ohne die Kennzeichnung ist ein Desaster, mit der Kennzeichnung ist es sehr erfolgreich. Und natürlich auch in den digitalen Medien, jetzt beispielsweise einfach zwei Medien noch rausgesucht, einmal im Fokus, beispielsweise mit dem redaktionellen Content, mit dem nativen Content. Und wir untersuchen das. Wir untersuchen das natürlich, weil wir sagen, näher an die Menschen ran, die Menschen verstehen, jetzt nicht mit Fokusgruppen, sondern wir untersuchen das wirklich mit der modernsten Forschung, die wir haben. Das ist hier eine Mobile-Eye-Tracking-Studie. Die Leute wissen nicht, sage ich mal, dass es sich um eine Werbeforschung handelt. Es ist auch keine Maus oder sowas, die dann reagiert, sondern es ist eine Blickmessung. Das heißt, es ist wirklich die modernste Messung. Und in der Blickmessung sehen wir ganz konkret, wie die Menschen sich mit dem Content beschäftigen. Und an dem Beispiel der Union Investment Kampagne wunderbare Ergebnisse sehen hier beispielsweise auf der rechten Seite, dass 100% der Leute tatsächlich sich das anschauen. Ja? Sie wissen ja nicht, ist es Werbung, keine, wenn Sie könnten es wegklicken insgesamt oder der Blick könnte auf die nächste Seite gehen und 28,3 Sekunden Betrachtungsdauer. Ich liebe diese Zahl, weil 28,3 Sekunden schauen sich tatsächlich, wenn es für die Menschen gemacht ist, wenn wir die Menschen ernst nehmen, schauen sich die Leute den Content an versus einer klassischen Ein-Eintel mit 4 Sekunden. Wahnsinn starke Ergebnisse. Und das mache ich als Schmankerl immer, unsere geliebten Chefredakteure werden mir verzeihen, auch länger als eine Ein-Eintel-Redaktion sozusagen in der Freundin, wenn es gut gemacht ist. Ja? Also wie gesagt, hey, 28,3 versus 22 Sekunden beispielsweise. Und das sehen wir insgesamt sehr konsequent eigentlich über alle Forschungen mittlerweile. Der Frank Vogel hat es auch gezeigt, das ist eine Werbeform, wo wir viel, viel näher am Menschen sind. Sie sehen es hier auch in den digitalen Medien mit 90,7 Sekunden, die Leute in der Interaktion, in der Verweildauer tatsächlich mit dieser nativen Werbeform verweilen. Erstes Beispiel. Zweites Beispiel, was ich sehr gern präsentiere, TV-Spielfilm. Wer nutzt unsere App? Der Nils nutzt sie, viele andere auch, sehr gut. TV-Spielfilm, wie ich finde, ist Deutschlands crossmedial erfolgreichste Marke im Segment der 14-tägigen Programmzeitschrift. Und auch da gilt es, näher an die Menschen ran, ja, näher an die Menschen ran. Wir sind mit 12,27 Unique User insgesamt. Wir sind digital über alle Medien hinweg. Und die TV-Spielfilm ist in den All-Time-High-Rankings der iPhone-Apps und der iPad-Apps. Sie sehen Facebook an 1,
TV-Spielfilm App ist an 11, beim iPad genauso an 9, also wirklich eine App, die wahnsinnig erfolgreich ist, die downgeloadet wird von den Leuten. Und die Zahlen im digitalen Bereich versus der klassischen, sage ich mal, Wettbewerber sind gigantisch. Und wie ist man da an den Menschen heran? Wie ist man den nächsten Schritt? Hat gesagt, so eine starke Marke, die für Programmnavigation steht, wie geht man den nächsten Schritt? Und der nächste Schritt ist, wir ermöglichen unseren Nutzern mittlerweile Live-TV, das heißt TV-Spielfilm als klassisches Heft, was in die digitale Welt vor 10 Jahren ist jetzt seit mein echter Live-Kanal. Ich kann mit meiner App, wenn ich Sie jetzt hier langweilen würde, könnten Sie Ihr iPhone rausgehen, könnten auf die App rausgehen und könnten sich, sag ich mal, die Sender anschauen, insgesamt mit TV-Spielfilm näher am Menschen dran, das neue Fernsehen sozusagen auch da, die Printmedienmarke zum Menschen gebracht in einer neuen Nutzensituation. Und wir unterscheiden da ganz stark zwischen Free-TV und Pay-TV. Pay-TV für 9,99 Euro im Monat und Free-TV über ihre E-Mail-Adresse, die sie, sage ich mal, in der iPad-Version abgeben müssen und können dann tatsächlich ARD, 1 Festival, ZDF, ZDF Neo, die dritten Programme, können sie live in einer bestimmten Nutzensituation Fernseh schauen. Sie loggen sich ein sozusagen, wir können da auch neue Werbeformen unseren Kunden anbieten, haben die Möglichkeit zu targeten, haben die Möglichkeit viel maßgeschneiderte an die Menschen heranzugehen und Werbung auszuspielen, die besser ist. Zweites Beispiel für, wie geht Burda näher an die Menschen heran und wie entwickeln wir unsere Marken hin zum Mensch doch deutlich näher ran. Drittes Beispiel, L, ein Klassiker, mittlerweile auch Marktführer bei den exklusiven Frauenzeitschriften, der wahre Stil. L sozusagen für den wahren Stil, der Stilberater, kein Stildiktator. Und Philips kam auf uns zu und hat gesagt, Mensch, wir sind so eine männliche Marke bei Philips, was machen wir denn? Wir sind so männlich, wir sind so technikaffin, wir wollen an eure Zielgruppen, wie können wir unsere eher weiblichen Produkte, wie können wir die weiblichen Produkte, die wir unter dem Claim Smarter Beauty, wie können wir die emotionaler, weiblicher inszenieren? Und was machen wir? Wir inszenieren diese, sage ich mal, Epilierer, diesen Föhn, diese IPL-Geräte, diese langweiligen Geräte insgesamt, die inszenieren wir auch über neue Werbeformen in Bewegtbild. Sie sehen es hier beispielsweise über die Strecke, ein exklusives Shooting von der Chefredakteur, auch gekennzeichnet als Anzeige. Und auf einmal wirkt es ganz anders, weil es quasi in dem Umfeld, weil es viel weiblicher ist. Die klassischen Anzeigen werden natürlich geschaltet. Und Frank Vogel hat es gerade gezeigt, natürlich gibt es ein Word-of-Mouth-Programm, dass die Leute die Produkte nach Hause kriegen, verwenden, darüber bloggen, darüber schreiben und wir das quasi integriert zeigen. Und wir haben einen Brand-Hub mit rein integriert über Beauty-Rituale, also als Paket integriert, wie wir viel, viel näher an die Nutzensituation der Menschen herangehen. Jetzt in der neuen Auflage 2016. Und den nächsten Schritt, den wir gehen, wir haben es in München ausprobiert für 3 Tage, dass wir einen Pop-Up-Store gemacht haben zum ersten Mal. Eine Marke, die jetzt auch in die Nutzensituation der Menschen hereingeht. Die erste Medienmarke, die einen Pop-Up-Store hat. Philips wird das exklusiv 2016 mit uns machen, die Produkte inszenieren. Wir haben es in München gemacht, im Hofgarten für 3 Tage. Und wieder da der wahre Stil, die Frauen, die wirklich, sag ich mal, ja, ein iPhone haben wollen oder, sag ich mal, die Hülle von der Bronx oder ein cooles Designerlabel aus Berlin, ein Pop-Up-Store für 3 Tage, sehr, sehr erfolgreich, die wir jetzt mit Kunden ausrollen. Drittes Beispiel, näher an die Menschen heran, in die Lebenssituation, in den Lebensraum der Menschen als Marke. Viertes Beispiel, ein ganz kleines Beispiel, die InStyle, die werden Sie kennen, die Shopping-Bibel, sagen wir immer, im Modebereich für Stars. Vor 10 Jahren der erfolgreichste Launch und auch da, wie kommen wir näher ran? Und das machen wir, Annette Weber, unsere Chefredakteurin, kuratiert eine InStyle-Box. Die war innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Wir schicken die InStyle-Box kuratiert mit unseren Werbekunden, mit besonderen Sachen, die du dir vielleicht nicht kaufen kannst. Die schicken wir an unsere Leserinnen, unsere Userinnen nach Hause und sind dann in einer ganz anderen Nutzensituation zu Hause, wenn ich das aufpacke, wenn ich Zeit habe, wenn ich das zelebriere. Und bin als Marke der InStyle viel, viel näher dran. Letztes Beispiel, jetzt habe ich viel über Frauen gesprochen, der Playboy, alles, was Männern Spaß macht. Eine Marke sozusagen, die, wie wir finden in Deutschland, sage ich mal, mittlerweile Vorreiterfunktion hat,
weil der Playboy auch ganz, ganz, ganz stark in den Lebensraum der Menschen ist. Weg vom amerikanischen Playboy, weg von Nacktheit, immer noch ein bisschen nackt, aber alles, was Männern Spaß macht, schöne Frauen, schöne Autos, der Lifestyle insgesamt. Und wir haben eine schöne Image-Kampagne in Print in dem Fall am Laufen mit schönen Celebrities, die gut wirken. Und auch der Playboy hat sich in die Welt mittlerweile als Marke integriert, ist mehr als Print, geht näher an die Menschen heran, an die Männer heran. Und da will ich besonders, sag ich mal, die Playboy-Club-Tour 2015 herausstressen. Wir mieten Clubs, gehen da sozusagen herein, in den Clubs sind Partys, die erleben die Marke in dem Club ganz anders. Hier in Frankfurt beispielsweise, im Sensakan, wirklich als exklusives Event, wo ich die Marke ganz anders wahrnehmen kann. Die Playboy mit 2 Millionen Facebook-Leute mittlerweile, die Playboy Mates oder auch die Playboy Edition mit dem Mini, wo wir 60 Minis branden als exklusive Edition und damit auch ganz anders die Marke zelebrieren und näher am Menschen sind. Also, Marketing hat eine Chance, wenn wir näher in den Lebensraum gehen, wenn wir Marketing die Menschen besser verstehen und damit unser Angebot erweitern. Und darum glauben wir ganz stark, it's the consumer. Vielen Dank. Vielen lieben Dank.